Mit diesem Trick kannst du in Zelda in der Zeit zurückreisen. In Zelda Skyward Sword gibt es den sogenannten Back-in-Time-Glitch. Ein Glitch, der dir erlaubt, in der Zeit zurück oder nach vorne zu reisen, um bei einem Speedrun ganze 4 Stunden zu sparen. Nutzt man diesen Glitch, indem man sich selbst tötet und dann das Spiel während der Todesanimation resettet, passieren ziemlich komische Dinge. Plötzlich kannst du auf der Map des Loading-Screens herumspazieren. Aber das ist noch nicht das Komische. Mit dieser Methode kann man das Gamefall so manipulieren, dass gewisse Gegner nicht spawnen oder auch verschlossene Türen einfach offen sind. Das Game denkt dir nämlich, dass du noch in einer Opening-Szene oder in einem ganz anderen Ort bist. So bist du also in der Zukunft, während du eigentlich noch in der Vergangenheit sein solltest.